Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das ist die Freitagnacht. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Freie Themennacht wie immer, freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Freue mich auf meine erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Sabine und Sabine ist 43 Jahre alt. Sabine, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist behinderte Eltern. Mhm. Ich bin behindert, ich bin Rollstuhlfahrerin seit 16 Jahren, bin alleinerziehend mit einem nonpartierigen Sohn. Ja. Ich kenne mehrere behinderte Eltern, sowohl Mütter als auch Väter, alleinerziehend als auch in Familien. Ja. Du sagst, du sitzt seit 16 Jahren im Rollstuhl. Ja. Worauf ist das zurückzuführen? Ich habe eine Erbkrankheit, das ist ein Ehlers-Danlos-Syndrom, das ist eine Bindegewebserkrankung. Ja. Und dadurch reißt das Gewebe bei mir weg. Das Bindegewebe ist sehr brüchig. Ja. Und naja, dadurch habe ich eben auch keinen Halt mehr in den Gelenken und bin halt ja auf den Rollstuhl angewiesen. Ja. Und du bist alleinerziehend? Ja. Ja. Also der Vater meines Sohnes ist ausgezogen, als mein Sohn ein Jahr alt war. Mhm. Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Wie alt ist der Sohn jetzt? 9,5. 9,5. Mhm. Das heißt, dass doch wahrscheinlich auch sehr viele Arbeiten so im Haushalt du gar nicht aufgrund deiner Erkrankung leisten kannst. Wie machst du das dann? Das stimmt. Also ich habe durch die Pflegeversicherung jemanden, der mir im Haushalt hilft. Also bei Putzen, sowas, was eben nicht geht. Und den Rest muss ich halt sehen, dass ich alleine irgendwie klarkomme. Aber es geht. Es ist zwar oft anstrengend, aber es ist durchaus machbar. Ja. Es kennt der Sohn, der Sohnemann, kennt ja eigentlich die Mama nur mit ihrer Behinderung. Ja. Er ist ja damit groß geworden. Ja, das ist für ihn eigentlich völlig normal. Das ist für ihn völlig normal. Hat er denn, vielleicht ist es dann doch wieder nicht ganz normal für ihn, wenn er mit anderen Freunden zusammen ist und er bei Freunden zu Hause ist. Wie erlebt dein Sohn das? Äußert er sich da schon mal drüber? Ja, also ich habe im Bekanntenkreis noch andere Leute, die auch vom Rollstuhl aus oder mit einer Behinderung Eltern sind. Eine Bekannte von mir ist auch im Rollstuhl mit zwei Kindern. Mhm. Dann kenne ich eine Frau, die drei Kinder großgezogen hat. Die Frau ist blind. Mhm. Und dadurch ist er einfach mit dem Thema konfrontiert. Mhm. Und war, als er ganz klein war, war das sogar ganz witzig, dass er meinte, wenn er alt genug ist, kriegt er auch einen Rollstuhl. Ach so. Er meinte, dass er was große Leute kriegen. Verstehe. Ja, sehr, ja klar, so denkt ein Kind. Ja, klar. Ja, weil da viele Bekannte von mir auch erlebt hat, die im Rollstuhl waren. Ja. Also da ist schon auch ein Bekanntenkreis um dich herum von behinderten Eltern. Ja, sowohl Behinderte als auch Nichtbehinderte. Mhm. Das ist also ziemlich gemischt. Du hast gerade am Anfang gesagt, mein Thema ist behinderte Eltern. Warum ist das für dich ein Thema und warum hast du dich deshalb hier bei mir gemeldet? Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt also eine ganze Reihe an behinderten Leuten, die den Mut haben, ein Kind zu haben oder auch mehrere Kinder. Und es gibt aber immer wieder jede Menge Probleme. Also sei es mit Ämtern, es sind einfach behinderte Leute als Eltern nicht vorgesehen. Mhm. Und einfach nur mal so ein Beispiel. Ich bin nun, dadurch, dass ich eben auch auf Hilfe angewiesen bin, kriege ich Pflegegeld. Mhm. War mein Sohn 2 Jahre alt, ich musste ins Krankenhaus, habe die Kinderbetreuung beantragt bei der Krankenkasse. Mhm. Die haben auch gesagt, es ist normalerweise kein Thema, zahlenbar ist Regelleistung, aber bei mir wollten sie es nicht zahlen, mit der Begründung, ich bin ja sowieso behindert und dadurch pflegebedürftig. Mhm. Deshalb kann ich mich nicht um mein Kind kümmern und wenn ich dann krank bin, ist es ja dann egal, weil ich mich ja sowieso nicht kümmere. Ich verstehe. Das ist verbunden mit einem unter Umständen manchmal zermürbenden Kampf gegen Bürokratie und gegen Behörden unter Umständen auch. Ja. Ja. Das ist halt sehr schwierig. Es ist aufgrund der ganzen Schwierigkeiten, die es da so gibt, mittlerweile auch ein Bundesverband gegründet worden, Bundesverband behinderter Eltern. Ja.
wir versuchen eben über den Verein auch politische Arbeit zu machen und uns bei den Politikern in Erinnerung zu bringen, dass es eben behinderte Eltern durchaus gibt. Wie viel, hast du ungefähr so eine Zahl, wie viele behinderte Eltern es in Deutschland gibt? Oh, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sehr viele, vermute ich. Das denke ich schon. Ja, das glaube ich auch. Viele verstecken sich auch mit der Problematik, weil oft Angst da ist, wie reagieren die Jugendämter. Angst einfach auch davor, dass die Jugendämter sagen, Moment, die Leute können das aufgrund ihrer Behinderung nicht und dann die Gefahr besteht, dass Kinder eventuell auch rausgezogen werden aus Familien. Wie hast du das gemacht? Ich meine, jetzt ist der Junge 9,5, das ist ja schon ein ordentliches Alter, aber als er viel kleiner war, als er wibbelig war, als er ständig beschäftigt werden wollte, als er weggelaufen ist und so weiter, wie hast du das geschafft als Rollstuhlfahrerin? Ja, also es war im Anfang gar nicht geplant, dass ich ihn alleine großziehe. Der Vater von ihm war halt da und der ist ausgezogen, als mein Sohn ein Jahr alt war. Und da war ich dann schon erstmal sehr unsicher. War der Vater auch behindert oder ist der Vater behindert? Nee, der ist gesund. Ja. Und habe gedacht, wie mache ich das jetzt gerade, wie er anfing zu laufen. Aber ich habe festgestellt, also wenn die Situation da ist, dann ergeben sich Lösungen. Ich habe dann zum Beispiel so ein Handgelenksband gefunden, was dann bei mir und bei meinem Sohn ums Handgelenk kam. Ja. Und damit konnte er dann laufen, ohne dass er jetzt weglaufen konnte. Ach so, verbunden mit einem Faden oder mit einer Kordel. Mit einer Kordel, genau. Ach, das ist ja lustig. Ja, man kommt dann auf die verrücktesten Ideen wahrscheinlich, ne? Und improvisiert. Ja, und das ging halt. Gut, wenn dann Gelegenheit da war, dass Freunde von mir, Bekannte mit da waren, dass er eben auch frei laufen konnte, war das natürlich eine ganz gute Sache. Aber im Zweifelsfall, wenn ich mit ihm alleine unterwegs war, war das einfach das, was uns geholfen hat, dass er mir eben nicht wegrennt und das Auto rennt oder sonst was passiert. Ja, also du kannst und konntest schon auch mit dem Rollstuhl rausfahren und dich draußen frei bewegen. Ja. Das kannst du, das funktioniert. Ja, wobei es mittlerweile also nur noch mit dem Elektrorollstuhl funktioniert. Ach so, das heißt, die Krankheit schreitet fort und es wird beschwerlicher für dich. Ja. Hat dein Sohn dich mal schon ausführlich so befragt nach deiner Erkrankung? Weniger. Und ab und zu kommen mal so Fragen, aber eigentlich, ich versuche ihm das teilweise auch zu erklären und ihm nahezubringen, damit er weiß, was los ist, aber... Er mag da nicht so gern drüber reden, habe ich das Gefühl. Ja. Hast du den Eindruck, dass er auch schon mal Hänseleien hat aushalten müssen in der Schule oder im Kindergarten, weil du eben eine behinderte Frau bist? Nee, eigentlich eher nicht. Das ist ja schon mal schön zu hören. Das ist so. Wobei, es sind halt in der unmittelbaren, näheren Umgebung eben auch noch mindestens zwei behinderte Elternpaare hier. Ja, dadurch wird das so, eher... dass das hier nicht ganz so exotisch ist. Verstehe, diese Erkrankung, die du hast, nennst du den Namen nochmal? Das ist ein Ehlers-Danlos-Syndrom. Ja. Wie hoch ist die Lebenserwartung bei dieser Erkrankung? Also ich habe das Glück, dass ich eine normale Lebenserwartung habe. Es gibt da von dieser Erkrankung, die schon recht selten ist, auch verschiedene Untertypen. Ja. Da gibt es eine Form, wo man eine recht eingeschränkte Lebenserwartung hat. Das ist bei dir aber nicht der Fall. Mit der Option hätte ich mich auch nicht entschieden, ein Kind zu bekommen, weil ich finde das also nicht wirklich sinnvoll, ein Kind zu kriegen mit der Option, dass ich selber relativ früh sterbe. Ja. Ist das eine Krankheit, die man vererben kann? Ja. Das heißt, du bist das Risiko schon in Kauf gegangen, dass der Junge das eventuell auch hätte? Ja, das Risiko war da, die Chance war 50-50, ob er gesund ist oder ob er es geerbt hat. Kann man das heute schon rauskriegen, ob er es geerbt hat? Also man weiß mittlerweile, er hat es nicht geerbt, er ist komplett gesund, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass die Krankheit noch sehr unerforscht ist, war ich auch nicht so sehr gut informiert vor der Schwangerschaft und auch während der Schwangerschaft und habe gedacht, gut, die Probleme, die ich mittlerweile habe, wenn man das von Anfang an früh genug weiß bei ihm, dann kann man versuchen, gegenzusteuern und dann kann im Zweifelsfall mein Kind da genauso mitleben, wie ich das kann. Wobei aber sich nach der Schwangerschaft, nachdem er geboren wurde, sich das Ganze ziemlich verschlechtert hat. Und ich jetzt auch seit über 8 Jahren regelmäßig Morphium nehmen muss. Und ach, das musst du. Ich dann schon gedacht habe, um Gottes Willen, also was hast du da einem Kind möglicherweise angetan? In welchem Alter konnte man das denn bei ihm herausbekommen, ob er diese Krankheit hat oder nicht?
untersucht worden, da war er knapp 9 Monate. Ach so. Das ist schon zur Geburt gesagt worden, dass er wahrscheinlich es nicht hat und ist aber definitiv dann mit knapp 9 Monaten festgestellt worden. Was ist das? Du sagst, ihr seid organisiert mittlerweile in einem Bundesverband von behinderten Eltern. Was ist so das dringlichste Anliegen oder die dringlichste Forderung, die du hast oder die, ich sag's mal, in der Mehrzahl, die ihr habt, an die Politik, an die Gesellschaft? Ja, dass einfach wahrgenommen wird, dass es behinderte Eltern gibt und dass eben auch entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Einmal, dass die eben fehlen. Organisatorisch, verwaltungsmäßig? Ja, ich hatte beispielsweise das Problem, was du vorhin angesprochen hast, als er anfing zu laufen. Was mache ich, damit er nicht wegläuft? Und ich habe gedacht, ich kann ihn auch nicht ständig nur so in unmittelbarer Nähe haben. Und ich bräuchte eigentlich jemanden, der mit mir zusammen mit ihm rausgeht, so lange, bis dass er selbstständig ist, dass ich ihn verbal lenken kann. Weil er muss einfach auch auf Spielplätze, er muss toben, er muss klettern. Und gerade Spielplätze, das ist meistens im Sand, da stehe ich mit dem Rollstuhl und habe verloren, da habe ich keine Chance. Habe das auch beim Jugendamt dann versucht zu beantragen und es ist also immer wieder abgelehnt worden, weil da gibt's also keine Unterstützungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt geistig nicht fit wäre und nicht wüsste, dass mein Kind raus muss und sich bewegen muss, dann ja, ne? Dann hätten sie Möglichkeit, mir jemanden zu schicken, der mir das beibringt, dass ich mit meinem Kind rausgehen muss. Also Sabine, da ich aber weiß und nur körperlich nicht umsetzen kann, ist das nicht deren Problem. Ja. Also ich habe das hier schon so grob verstanden, um was es euch geht und was du gerade gesagt hast. Finde sehr wichtig, dass du angerufen hast und dass hier auf unserer kleinen Plattform wir auch das mal etwas in die Öffentlichkeit gebracht haben. Es gebührt euch behinderten Eltern ja auch besonderen Respekt, denn das ist ja noch anstrengender, noch schwieriger, ein Kind dann groß zu ziehen, als wenn man gesund ist. Deshalb wünsche ich dir alles Gute von Herzen und auch eurer Verbandsarbeit, was sicher eine sehr gute Sache ist. Ja, danke schön. Von Herzen alles Gute. Und ich möchte auch allen Leuten Mut machen, auch Leuten mit Behinderung, sich durchaus zuzutrauen, ein Kind zu bekommen. Also es lohnt sich, es macht einfach auch Spaß mit Kindern. Ja, wer Kinder möchte, soll sich von der Behinderung da auf keinen Fall abhalten lassen. Ich danke dir, alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und jetzt geht's weiter mit der Christine. Und Christine ist 48. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Christine. Um was geht's bei dir? Wie bitte? Um was geht es bei dir? Ja, es geht, also ich bin vor 1,5 Jahren von meinem Heimatdorf zu meinem Freund gezogen, den ich kennengelernt habe. Hab mich bemüht, hier klarzukommen. Und naja, irgendwie ging es nicht so. So, also ich ganz grob mal gesagt, ich bin von der Ostsee an die Nordsee gezogen und ich fühlte mich halt nicht wohl. So, jetzt hat es sich von heute auf morgen ergeben, dass mein Vater so ein bisschen am Herzen erkrankt ist und gedacht hat, na ja, gut, ich möchte meiner Tochter was Gutes tun. Und er hat mir also halt an der Ostsee ein Haus gekauft, hat es mir vererbt, wo ich drin wohnen darf mit meinem Freund und so weiter und so fort. Ich habe mich sehr gefreut. So, und jetzt kommt mein Freund aber nicht damit klar. Womit kommt er nicht klar? Er hat gesagt, es ist dein Haus, es ist dir überschrieben und ich kann das nicht. Also er kommt da irgendwie, er hat es sich nicht selbst erarbeitet. Wie lange wohnt ihr beiden schon in dem Haus? Nein, wir wohnen noch nicht in dem Haus. Wir sind noch an der Nordsee, wir haben ein Haus selber, haben wir hier aber nur gemietet. Ja. Und ich finde die Beziehung auch ganz prima mit ihm. Okay, gut, bis auf ein paar immer mal so Kleinigkeiten, die man hat, weil ich ein sehr direkter Mensch bin. Aber ansonsten liebe ich ihn sehr und er ist einfach ein Mensch, mit dem man super zusammenleben kann. Okay, es ist also geplant, jetzt in dieses in 2 Monaten in das Haus zu ziehen, was ich geerbt habe. Lebt dein Vater noch? Ja, er lebt noch, ja. Also er hat es dir geschenkt? Ja. Ja. Ich dachte, es war geerbt, dachte Nein, ich. Nein, er hat es mir geschenkt. Ich verstehe. So, und jetzt hat dein Freund, wie alt ist dein Freund? 48. Auch so wie du? Ja. Der hat jetzt Schwierigkeiten damit, da einzuziehen, weil er es sich nicht erarbeitet hat. Ja, weil er sich überrumpelt fühlt. Aber ich habe es auch nicht. Inwiefern überrumpelt? Ja, er hat so ungefähr, dein Vater und du, ihr habt es euch ausgedacht, aber das stimmt nicht. Also ich war genauso überrumpelt.
Ist er damit einverstanden mit dem Ort, wo das Haus steht? Ja, er hat sich damit einverstanden erklärt. Wir hatten uns das angeschaut und er war ganz, oh, toll und das klappt alles und das ist schön und das ist aber alles viel zu gut. Ja, wie lange bist du mit dem Freund schon zusammen? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Ja. Ja, und er fühlt sich überrumpelt und ich sage, oh, ich freue mich so, was kann ich dafür, wenn mein Vater so ein bisschen mehr Geld hat und mir das halt geschenkt hat, weil er mich auch wieder gerne in seiner Nähe haben will, weil er weiß, er hat jetzt mit dem Herz ein bisschen vielleicht, er hat es ein bisschen umgedacht. Ja, aber weißt du, das ist aber so eine Sache. Was ist denn mit ihm los? Das ist doch eigentlich müsste er sich doch freuen. Das ist doch toll, wenn er jetzt in ein schönes Haus einziehen kann und muss dann nicht mehr Miete zahlen. Ja, Und ist euer Verhältnis, eure Beziehung denn auch sehr gut? Doch, unsere Beziehung ist eigentlich im Grunde sehr gut. Gut, okay, ich bin ein direkter Mensch, der öfter mal ein bisschen sagt, was einem nicht passt. Und er ist im Moment so ein bisschen psychisch labil, ist auch in der Tagesklinik, weil wegen Depressionen und so weiter und so fort. Das war aber auch schon vor anderthalb Jahren, als wir zusammengekommen sind. Es kommen einige Sachen zusammen. Also es bin nicht nur ich, das ist der Knackpunkt, sondern auch seine Familie, sein Vater, der sehr dominant ist und der sehr viel Stress macht. Und da hat er auch Probleme mit. Und jetzt ist die Situation... Was macht er denn beruflich? Nein, er ist sehr stark krank mit der Hüfte und er hat EU-Rente eingereicht. Ach so. Ich bekomme ja schon seit zig Jahren EU-Rente, weil ich auch psychische Probleme habe, aber weil ich das ganz gut im Griff habe soweit. Hat er denn an sich schon generell nicht sehr viel Geld? Ist er eher ein armer Mann? Nein, das kann man nicht sagen. Nein, das ist er nicht. Das kann man nicht sagen. Also er kann sehr gut mit Geld umgehen und hat das auch in der Hand und so, macht so nebenbei viele Geschäfte. Naja, ich frage es deshalb, dass er sich irgendwie gedemütigt fühlt, jetzt in ein schönes Haus einzuziehen. Ja, Mensch, ich weiß es ja auch nicht. Eigentlich ist es doch wirklich, wie gesagt, toll. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Ja, wir wohnen ja auch in einem schönen Haus, auch zur Miete. Aber wie gesagt, das ist in seinem Umfeld. Und jetzt war der Hammer, ich habe ihn heute gefragt und da hat er gesagt, also in der Tagesklinik wurde das Thema angesprochen und die Ärzte da haben ihm geraten, mich ziehen zu lassen. Mich. Also dass er soll hier bleiben. Ich habe das Haus schließlich geerbt und er soll mich ziehen lassen. Und da war ich also ziemlich geschockt. Das finde ich aber auch eher merkwürdig, muss ich sagen. Ja. Aber das ist jetzt sehr, sehr schwierig, alles zu beurteilen, weil ich nicht weiß, was da in der Tagesklinik besprochen wurde und welche psychischen Probleme er hat und wie er wiederum da die Beziehung schildert zu dir. Das ist jetzt, der Stochen war ein bisschen im Nebel. Ja, kann ich auch eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht, ja. Ich frage ihn auch immer, wie der Tag war, aber natürlich weiß ich auch nicht, was da besprochen wird. Ich sollte irgendwann noch mal zu einem Paargespräch kommen. Aber ich kann da auch, ich löcher ihn auch nicht, was jetzt jeden Tag wäre. Ja, aber wenn da schon so ein Angebot gemacht wird für so ein Paargespräch, dann würde ich das aber wirklich sehr, sehr, sehr schnell auch annehmen, das Angebot, Christine. Ja. Weil da bist du dann wirklich am Ort des Geschehens und dann kann man das klären. Dann könnte man sogar, das ist doch eine tolle Chance, auch in dieser Runde dann mit einem Psychologen oder einem Psychiater zusammen auch über dieses Problem sehr intensiv sprechen, was nun mit dem Haus los ist. Ich würde das auf jeden Fall so machen. Ja. Also ich kann dir da gar nicht weiter was sagen. Mhm. Wenn das angeboten wird, mach das sofort und so schnell wie möglich. Ja. Ja? Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke, Domian. Tschüss. Jo, tschüss. Und weiter geht's frage ich in meiner Regie, mit der Katrin. Katrin ist 41. Guten Morgen, Katrin. Ja, hallo, ich grüße dich. Katrin, um was geht's bei dir? Hörst du mich? Ja, sehr gut. Ganz prima, wunderbar. Ja. Ja, es ist Folgendes. Und zwar, ich habe seit kurzer Zeit eine Partnerschaft, die ich ganz, ganz traumhaft und wunderbar finde und die auch sehr schön erotisch begonnen hat. Und jetzt ist es aber so, als es nach mehreren schönen Abend, ich sag es mal glatt weg, das war jetzt der fünfte, und es wäre dann dazu gekommen, habe ich festgestellt, dass er impotent ist. Was habe ich jetzt mit der fünften nicht verstanden? Naja, es gab schon vorher sehr, sehr, sehr schöne erotische Stunden, die wirklich, war alles wunderbar und perfekt. Wie lange tuchtelt ihr beiden denn schon? Zwei Monate. Ja. So, und dann gab es schon einige erotische, schöne erotische Abende. Ja, super schöne erotische Abende. Aber eben nur erotisch. Ja, erotisch, und wir waren duschen in der Wanne. Ja. Und
Aber wie gesagt, noch nicht, weil ich hatte schon so ein klitzekleines Gefühl, dass hier ist irgendwie, und da dachte ich, da bist du auf jeden Fall nicht diejenige, die bedrängt oder die Initiative ergreift. Ja. Und jetzt so am fünften Abend oder also nicht 5 Tage hintereinander, da waren längere Zeiträume dazwischen, hat es sich dann so ergeben und ich stellte dann fest wirklich, dass er impotent ist. Und es ist ja so... Du hast es festgestellt und hat er es dann auch zugegeben? Nein. Nee. Gar nicht. Nein. Du hast es festgestellt? Ich habe dann in dem Moment auch gemerkt... Wie hast du es festgestellt? Es ließ sich praktisch... Also wir konnten praktisch nicht richtig miteinander schlafen, weil es nicht ging. Und ich merkte, dass er in dem Moment, weil er es auch unheimlich gern wollte, gedanklich kippte und für sich beschlossen hat, das zu beenden. Und auch in keinem Fall darüber reden wollte, dann ablockte, das ist, verlief alles weiter in der absoluten Höflichkeit, aber... Ja. Wie alt ist dein Freund? 45. 45. Ja, und deswegen bin ich da auch so ein bisschen... In der ersten Sekunde dachte ich ja, es liegt in irgendeiner Form an mir. Ja, deswegen frage ich gerade auch so, ich bin immer ein bisschen gebremst, gleich die Impotenz zu diagnostizieren. Es kann ja auch viele andere Ursachen irgendwie haben. Ja, natürlich. Ja. Deswegen hätte ich ja gerne mal eine Chance gehabt, mit ihm zu sprechen, aber es ist ja nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich? Nein, er blockt alles total ab. Du hast es versucht? Ach, in zig Varianten, ja. Und auch sehr diskret. Dieser Vorfall, wo du es dann so gemerkt hast, wie lange liegt der jetzt zurück? Eine Woche. Eine Woche. Und du hast es genau am Valentinstag, am Valentinsabend. Ja. Nein, Entschuldigung, das war ja erst genau die Woche davor. Die Woche davor. Ja. Und du hast immer wieder Versuche unternommen zu fragen, woran liegt es, was ist los? Und er sagt gar nichts? Gar nichts, nein. Ach, das kann einen ja verrückt machen, ne? Ja. Wenn jemand dann überhaupt nichts sagt. Er müsste ja irgendetwas sagen. Er hat in der Zwischenzeit mal gesagt, so annähernd, so ganz leise, dass er schon sehr lange alleine ist, weil er doch genau nach seinen Vorstellungen gesucht hat. Und dass er unheimlich viel arbeitet und der Stress ja so tödlich ist, über das Thema zu sprechen. Dass der Stress so bedrückend ist, nicht über das Thema zu sprechen? Zum Beispiel, ja. Und ich muss dazu auch noch sagen, also ich wäre jetzt jemand, ich könnte unheimlich unkompliziert damit umgehen. All dieweil kommt noch dazu, der eine seltene Gabe hat, muss ich jetzt noch, vielleicht hören es auch ein paar Männer zu, es gibt ja sehr viele Frauen in ihrer Partnerschaft in der Nacht, die müssen sich sehr viel Mühe geben und täuschen dann praktisch ihren Höhepunkt vor. Und er hat die Gabe und Fähigkeit, deswegen habe ich gesagt, das war sehr erotisch zwischen uns beiden, dass es muss gar nicht bis dahin kommen, dass schon, also... ich bis dahin 3, 4, 5 Mal und das alles ganz toll und fantastisch ist und er sich überhaupt keine Sorgen macht. Ach so, du bist schon zu deinen Höhepunkten gekommen, ohne dass ihr Geschlechtsverkehr hattet. Ganz genau. Ja. Er müsste sich da gar keine Sorgen machen. Hast du es ihm so auch gesagt? Das ging nicht, war nicht die Möglichkeit. Auch nicht? Nein. Weil er sofort dann irgendwie, gut, man kann abblocken, aber trotzdem könntest du ja dann weitersprechen. Was macht er? Geht er raus dann oder wie? Oder fängt er einfach an? In dem Moment klingelt an der Tür jemand und das Telefon. Ach so, und schon ist er abgelenkt und er freut sich, dass er abgelenkt ist. Ja. Ja. Dann kommt er aus der Situation raus und ich bin also nicht diejenige, die da drängelt und Druck macht und das bringt doch alles nichts. Generell, aber ist schon Erotik und Sexualität für dich wichtig? Ja. 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 Das hat erst so ausgestrahlt. Er war derjenige, der die Initiative aufgegriffen hat. Das Schwierige ist jetzt in diesem Fall, dass der Knabe kein Wort sagt. Ja. Ne? Also es kann wirklich eine Impotenz sein, es kann alles Mögliche sein. Wir können da ganz viele Mutmaßungen jetzt formulieren. Wenn es wirklich eine Impotenz ist, dann wäre die Frage, woran liegt sie? Dann müsste man erstmal zum Urologen gehen und wenn es keine urologischen Ursachen gibt, dann ist es vielleicht ein psychologisches Problem. Dann müsste er sich. Also das heißt, er müsste es benennen und er müsste dann auch, wenn ihm daran liegt, entsprechende Maßnahmen einleiten. Ja, ganz genau. Und dann kam noch so eine ganz kurze Ausrede, dass er sich doch einige Zeit erbitten wollte. Und da dachte ich, vielleicht kümmert er sich jetzt darum und strebt das an. Aber deswegen denn wir haben über alle andere Themen ganz unkompliziert. Und ich denke, das ist doch eins mit der wichtigsten. Er doch ganz vertrauensvoll mit mir besprechen können. Ja, andererseits muss man auch sagen, dass das natürlich für viele Männer das Tabuthema schlechthin ist und dass das für viele Männer ungeheuer peinlich ist, darüber zu sprechen. Ja. Deswegen finde ich das als Signal von ihm interessant. Ihr seid ja erst 2 Monate zusammen, sagst du. Ja. Das ist nicht viel.
Ja. Und da muss man, man muss ja sich eben auch vorsichtig annähern und aneinander gewöhnen. Lass ihm doch einfach noch ein bisschen Zeit. Dass das Problem da ist, weiß der selbst jetzt im Moment. Ja. Lass doch mal noch 2-3 Monate vergehen und sag mal gar nichts. Setz ihn mal nicht unter Druck. Du liebst ihn, oder was? Ja, du bist verliebt in den Mann, davon gehe ich mal aus. Ist so, ne? Bin ich sehr. So, du genießt sogar auch diese erotischen Geschichten mit ihm, das ist ganz gut. Dann lass dich einfach mal so fallen und lass mal die Zeit vergehen. Mal sehen, was passiert. Vielleicht erledigt sich das Problem ja auch, vielleicht ist es ja wirklich irgendeine Barriere bei ihm, stressbedingt oder weiß der Teufel was, ich weiß es nicht. Und wenn es in 3, 4, 5 Monaten immer noch so ist, dann kann man ja nochmal einen Versuch unternehmen nach dem Motto, komm, jetzt sag mal was, red mal ein bisschen mit mir. Ich möchte es verstehen, ganz einfach. Aber lass ihm Zeit, würde ich jetzt sagen, in dem Fall. Klingt erstmal gut, ja. So war ja auch seine Bitte gewesen. Hm? Ja, vor allen Dingen, wenn er das auch schon so formuliert hat, finde ich das nicht schlecht. Vielleicht unternimmt er ja auch was. Männer sind da oft sehr verschwiegen und schamhaft. Also ja, verstehe ich ja auch gut, ja. Mhm. Ich hätte im Plus doch noch irgendwie so mit einem kleinen Wink, aber ich denke, in dem Moment, wo wir so super am Kuscheln waren, ich denke schon, er hat das gemerkt, dass er sich da doch eigentlich überhaupt keine Gedanken drüber machen müsste. Ja, ja genau, wenn du ihm das auch quasi nonverbal so signalisierst, ist das doch alles wunderbar. Ich würde es so machen, Katrin. Ja, mhm. Alles Gute und dass alles in rechte Bahnen kommt, in gute Bahnen kommt. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Und ich danke dir ganz herzlich. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Bianca und Bianca ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Bianca, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Und zwar offene Beziehungen. Hast du eine offene Beziehung? Ja. Erzähl ein bisschen. Und zwar, das fing vor 1,5 Jahren an, da bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Mhm. Und wir hatten darüber gesprochen, von wegen offene Beziehung und so. Und wie, gleich am Anfang? Ja, klar. Echt, warum? Wenn man frisch verliebt ist, denkt man doch nicht an offene Beziehung, oder? Ja, es ist da wegen auch, weil meine Beziehungen sind bis jetzt immer kaputt gegangen, das habe ich ihm auch erzählt. Ja. Und also man könnte mich schon als Nymphomanin bezeichnen ungefähr. Mhm. Und deshalb, das weiß er auch. Und also du bist dein vorhergehenden Beziehungen sehr viel fremdgegangen? Kann man sagen. So ungefähr. Also oft sogar. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, offene Beziehung. Und dann haben wir auch eine Annonce aufgegeben für mich. Und wie für dich? Ja, dass ich halt in der Annonce stehe, für Spaß zu haben. Ach. Und haben sich auch schon einige gemeldet gehabt. Das ist ja nur krass. Man ist gerade frisch verliebt und du gibst schon sofort eine Annonce auf, dass du auch noch andere Kerle haben möchtest? Nein, nicht direkt. Also das klingt dann, also ich hatte halt eigentlich schon dran gedacht. Und das hat dann halt noch ein bisschen gedauert, bis das überhaupt in der Annonce war und so. Und ja. Was war das denn für eine Annonce? Um was ging es denn da? Die ganze Annonce, also die ganz normale Annonce. Ja, ja, schon, aber was... Sie sucht ihn. Sie sucht einfach nur... Spaß. Sie sucht ihn für Spaß. Genau. Okay. Ja, und jetzt haben wir dann im Internet, also über Fernseher, haben wir dann Reklame gefunden, also gesehen, über einen Chat. Und da haben wir uns dann nur angemeldet. Ja, und da sind wir auch als Paar drinne, weil wir sind beide bi. Und also ich muss sagen, es funktioniert bei uns super. Ja, jetzt waren wir gerade am Anfang, vor 1,5 Jahren, als es anfing. Hast du gerade erzählt, wie sieht es denn jetzt ganz aktuell aus? Habt ihr viele Sachen nebenher laufen, jeder für sich, und das ist toleriert dann von dem anderen? Ja, also er weiß, was ich mache, ich weiß, was er macht, wir machen auch Dreier. Machst du denn, nur mal so, um mir eine Vorstellung zu geben, wie oft im Monat machst du alleine was mit einer Frau oder einem Mann? Boah, das ist Unterschied, also ich habe bis jetzt also so 10, 20 Mal, also wie? Genau kann ich es nicht sagen, also 10, 20 Mal ungefähr, ich kann es nicht genau sagen. Also es kommt regelmäßig, kann man schon sagen, jeden Monat auf jeden Fall mal so vor. Ja. Und bei ihm auch? Ja, also... Mit irgendwelchen fremden Leuten? Ja, genau. Die man über einen Annonce, Chat oder Internet oder wie auch immer kennenlernt? Ja, die lernen wir dann über den Chat kennen, wir schreiben mit denen. Ja.
Sind das dann so einmalige Sexgeschichten oder gibt es auch Leute, mit denen ihr euch dann oder du dich oder er sich dann immer wieder mal trifft? Ja, also das eine, mit dem haben wir uns jetzt auch angefreundet. Mhm. Und ja, der war einmal war der hier, da war ich mit ihm alleine. Ja. Und das zweite Mal, wo er dann hier war, da haben wir also mehr gefeiert, als wettmäßig gewesen ist. Mehr gefeiert, als Sex gehabt. Ja, genau. Also, und dein Freund steht auch auf den Mann. Und ihr habt auch dann schon mal zu dritt euren Spaß. Also wir hatten schon also zu dritt hatten wir jetzt noch nicht direkt. Also er ist uns dann eingeschlafen, also, weil ich getrunken hatte. Nicht so aber praktisch. Es war so ganz lustig. So, jetzt habt ihr beiden eine offene Beziehung. Ihr seid ein Liebespaar, würdest du das sagen? Ja, klar. Dass ihr euch wirklich sehr gerne habt und liebt? Ja. Und eure Sexualität aber unkonventionell anders irgendwie lebt. Aber ihr habt alleine auch Sex miteinander? Ja, klar. Das auch. Hm? Das und da ist auch. Aber noch ganz viel andere Sachen passieren nebenher. Ja, also die Liebe ist nur bei uns. Ja. Und das andere ist halt spaßmäßig. Ja. Also ist sicher ein ungewöhnliches Modell, aber wenn das ehrlich gelebt wird und ihr euch da nichts vormacht, finde ich das durchaus respektabel. Kennst du Leute so in deinem Umfeld, die auch so leben? Sag mal so, die meisten gehen hin und sagen, um Gottes Willen, wie kannst du? Oder die anderen sagen dann, ja, ist okay, machst du, ist gut so, musst du selber wissen. Na, vielleicht glauben viele euch eure Liebe auch gar nicht. Kann das sein? Also es waren schon welche darunter gewesen. Jeder fragt sich dann natürlich, wie sieht das mit Eifersucht aus? Wenn dein Freund mit einem anderen Kerl oder mit einer anderen Frau unterwegs ist und du weißt, da wird irgendwas laufen, sexuell, und du sitzt zu Hause und guckst Fernsehen, gehen da nicht so Sachen durch den Kopf? Der Eifersucht? Ich vertraue ihm. Du vertraust ihm? Ja. Also keine Eifersucht? Da muss schon das Vertrauen sein. Aber das stelle ich mir sehr schwer vor. Wenn der wirklich mit einem super tollen Mädchen unterwegs ist oder mit einem super tollen Mann und hast du ja nicht Angst, dass der sich in diese Person verlieben könnte? Nee, weil ich weiß, also er liebt mich über alles und deshalb... Und dir ist das auch noch keinmal passiert jetzt in diesen anderthalb Jahren, dass du dich in einen anderen Mann oder eine andere Frau verliebt hast? Nein. Nee, das ging immer nur um Sex? Gar nicht, ja. Mehr gar nicht. Wie alt, du bist 28, wie alt ist dein Freund? Dein Freund? 38. 38, Würdest du sagen, lebst du zum ersten Mal jetzt in so einem Beziehungsmodell? Ja, kann man sagen. Also ja. Ja, ich hatte schon mal einen Freund. Und ich frage es deshalb, wenn du sagst, dass du eher so nymphomanisch drauf bist, dass du viel Sex brauchst und vorher vielleicht so traditionelle Beziehungen hattest, kannst du es ja vergleichen. Die normale, ich sag mal, die in Anführungszeichen normale Beziehung und dieses jetzt. Also ich sag mal so, ich bin jetzt 1000-mal glücklicher als in den anderen Beziehungen. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das heißt also für dich ist das... Ich bin 1000-mal glücklicher jetzt als vorher. Für dich ist das das Optimalste? Ja. Und das Glück ist, dass du einen Partner gefunden hast, der genauso gepolt ist und so tickt? Genau. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Genau, das ist richtig. Ja. Und das soll auch so weiterlaufen? Ja, klar. Ja. Gibt's da... sexuell noch andere Vorstellungen mal oder Träume, was ihr euch noch erfüllen oder was ihr unbedingt machen wollt? Garantiert, da ist garantiert. Da kommen immer neue Ideen auf. Eben, das kommt dann so spontan, dass uns da was Neues einfällt. Ja, also ich finde... Wie gesagt, also wir haben auch jetzt mit einem, mit dem sind wir dann super gut befreundet, der ist auch super lieb. Und... Aber es... Ginge nicht so weit, dass ihr euch vorstellen könntet, jemanden mit in eure Beziehung reinzunehmen, dass ihr quasi eine Beziehung zu dritt führt? Nein. Das nicht? Auf gar keinen Fall. Also die Beziehung ist heilig, das ist nur zwischen dir und deinem Freund, Punkt aus. Und dann gibt es eine Welt rundherum, da geht es um Spaß, um Freundschaften, um Sexualität und Erotik. Also eigentlich Spaß, Erotik, aber Freundschaften... Nicht mal das? Nicht mal das, also es ist jetzt eine Ausnahme gewesen, ja, weil wir uns also gut mit dem verstanden haben. Ja. Und aber sonst geht es eigentlich nur um den Spaß. Was machst du beruflich? Ich bin Hausfrau. Du bist Hausfrau. Und dein Freund, was macht der? Der ist Montageschlosser. Habt ihr Kinder auch? Ja, ich habe zwei Stück. Du hast zwei Kinder? Wie alt sind die? Die große ist 3 und die kleine ist 1.
Ja, 3 und 1 hast du. Ja. Mhm, dann kriegen die das noch nicht so mit. Wenn die ein bisschen älter werden, ist das auch schwierig, den Kindern zu verkaufen, ne? Wenn, oder zu erklären, wenn da immer andere Leute auftauchen und dann reger Verkehr in der Wohnung ist. Ja gut, also die sind auch immer im Bett und das geht jetzt noch. Die sind tief und fest am Schlafen dann. Mhm. Weil das machen wir grundsätzlich, dass wir dann später, weil wir wollen dann auch nicht, dass die Kinder das mitkriegen. Verstehe. Ja. Das geht, im Moment geht das ja alles noch dann sehr gut so, wo die Kinder so klein sind. Ja, Bianca. Das ist eigentlich ganz gut. Ist sicher ein Modell, wie gesagt, wenn ihr euch da im Reinen und im Klaren seid, finde ich das völlig okay und vielleicht sogar eine gute Lösung. Mhm. Manch einer geht dann heimlich fremd oder tolle Beziehungen gehen kaputt, weil ein sexueller Druck da ist und so habt ihr alles zusammen. Ja, also es sind auch dabei verheiratete Männer, mhm. wo also in der Ehe gar nichts mehr läuft, mhm. großartig. Und aber die machen es dann heimlich, ne? Ja, ja, genau. Und ihr wollt es eben alles ehrlich machen? Ja, wir machen das ehrlich, weil uns macht es Spaß. Ja. Und ja, dann ist ja alles im grünen Bereich. Ja. Bianca, grüß deinen Freund herzlich von mir und viel Spaß euch kann bei. Kann ich noch einen schönen Gruß ausrichten? Ganz schnell. Und zwar an den Lecker. Schöne Grüße. Ja, an den Wecker? An den Lecker. An den Lecker. Oh, ja, da gehen wir jetzt gar nicht weiter. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Was das ist halt ein ganz normaler Name. Manche Leute heißen ja so. Ja. Bianca, ich danke für deinen Anruf. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ali ist hier. Ali ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Ali. Ich habe gerade mitbekommen, du hattest diese Anruferin gerade, die mit der Impotenz ihres Freundes ein Problem hatte. Ja, die Katrin. Die Katrin und ihn auch nicht dazu bringen kann, dass er mit ihr spricht. Mhm. Und ich musste gerade so schmunzeln. Mir ist diese Situation letztes Jahr passiert. Ich habe eine ganz tolle, wunderschöne, zärtliche, nette Frau kennengelernt. Mhm. Und nach einem Monat sind wir das erste Mal im Bett gelandet. Mhm. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich meiner männlichen Verpflichtung gar nicht nachkommen konnte. Ja, und warst du erstaunt darüber? Ja, sehr erstaunt. Weil du das so gar nicht von ihr kanntest? Genau das. Mhm. So, und sie hat mich dann durch die Blumen drauf angesprochen und gefragt, ob ich impotent wäre. Mhm. So, und da ich das nicht bin, habe ich gesagt, nee, im Grunde nicht. Dann habe ich meine Argumentation mit Stress und viel Arbeit gebracht und habe das Thema dann auch nicht mehr vertieft. Und also genauso wie in dem Fall von Katrin? Genauso. Ja, ja. So, sie hat mich versucht, darauf anzusprechen, aber ich habe abgeblockt. Mhm. Ich habe festgestellt, dass diese Frau mir nicht das gegeben hat, um als Mann Mann zu sein. Also, sagen wir es mal ganz plump, ja. Du fandst sie nicht geil genug? Wahrscheinlich nicht. Es ging sich nicht um die körperliche Geilheit. Das war ja eine feste Partnerschaft bis dato. Und ich glaube, da gehört mehr als nur geil sein dazu. Eine Ausstrahlung, eine gewisse, eine sexuelle. Ja, natürlich. Das muss eine sexuelle Attraktiv. Die habe ich nicht erlebt. Das ist nicht erlebt. Deshalb habe ich mich dann auch langsam, aber sicher distanziert, um nicht mit ihr in dieses Gespräch zu kommen, weil sie hat mir vorgeschlagen, geh doch mal zum Urologen und lass mal untersuchen. Mhm. Ja, was soll ich ihr denn sagen? Ich kann ja nicht sagen, hör mal, du törst mich nicht an. Ja, ja, eigentlich schon. Aber dann wäre die Sache schnell vorbei. Aber Gentleman Agreement, ich meine, wir telefonieren heute noch und sie versteht es immer noch nicht. Und sie fragt mich vor kurzem auch, willst du so weiterleben? Geh mal zum Arzt, warst du mal da? Ich so, nein. Ach, du hast es ihr bis heute nicht gesagt, dass es an ihr liegt? Nein, ich sage es auch nicht. Mhm. Ich hoffe, dass sie es heute nicht mitkriegt. nein, weil ich habe mich nicht getraut, ihr offen und ehrlich zu sagen, wo die Gründe liegen. Mhm. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht verletzt man jemanden damit. Also wenn mir eine Frau sagen würde, hör mal, du bist zwar ein netter Kerl, aber du bringst es nicht. Nee, so muss man es ja auch nicht sagen. Man kann sagen, du bist ein netter Kerl, aber du entsprichst nicht vielleicht meinen sexuellen Vorstellungen. Ja, das ich habe mich nicht getraut. Ist immer ein bisschen hart, sowas zu sagen, aber ich finde schon, dass man das sagen kann. So, und wir verstehen uns heute Nacht so gut. Wir haben zwar keine Beziehung mehr. Ja. Sie sprach mich vor ein paar Wochen nochmal drauf an. Hör mal, warst du schon mal beim Urologen oder beim Arzt? Ich so, nein, war ich noch nicht. Ja, und du Feigling. Also jetzt hättest es ja, wenn ihr jetzt quasi so eine freundschaftliche Verbindung habt, dann kann man das doch sagen. Ist die Freundschaft damit nicht an dem Eimer? Nee. Die Befürchtung haben wir nicht. Na, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Denn die Sexualität spielt ja in eurer Freundschaft keine Rolle. Nee, spielt auch nicht mehr. So, und wenn du ihr einfach klar machst, dass du letztendlich nicht so ihr Typ bist, so kann man es ja auch ausdrücken, so ist es ja auch letztendlich. Ja, ich meine... Kriegt sie denn nicht mit? Du hast doch wahrscheinlich irgendwas anderes laufen gehabt inzwischen schon, oder? Jetzt habe ich zwar keine Beziehung, Aber Sex. Ja, und... Das weiß sie nicht. Nein. Nö. Brauchst du auch nicht. Ja. Ich glaube, wir verstehen uns freundschaftlich ganz gut. Ja. Und meine Befürchtung ist einfach, wenn ich jetzt im Nachhinein dann mit dieser Thematik, die wir damals hatten, oder mit der Problematik, wenn ich jetzt komme, dann könntest du sagen, weißt du was, tschüss, verarschen kannst dich selber. Das ist meine Befürchtung, deshalb halte ich den Mund, ja, weil es betrifft uns ja nicht mehr, die Sexualität. Natürlich nicht, aber wie lange, also über was reden wir da? Ist das einfach nur so ein Kontakt oder würdest du wirklich von einer Freundschaft reden, die sich da entwickelt hat? Das ist eine Freundschaft. Ja, dann muss man das sagen. Ich meine, irgendwann wirst du dich wieder verlieben in eine Frau und dann wird sie fragen, ja und, klappt es denn bei der? Und dann ich könnte mir das vorstellen, aber ich hoffe, dass dieses Thema nie mehr auftaucht. Ja, aber in dem Moment wird sie das doch fragen, wenn du wirklich eine Beziehung hast demnächst. Ja, wie gesagt, ich bin zwar ein offener Kerl und bin nicht auf den Mund gefallen, aber bei diesem sensiblen Problem, da habe ich einfach meinen Mund gehalten und aufgrund dieser Tatsache... ist dann die Beziehung quasi ausgelaufen. Wir haben sie ja nicht beendet. Ja, ist klar. Die hat sich dann totgelaufen. Ja, 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 ja. Und das war halt im Anfang des Jahres. Ja. Ja. Ja, aber nochmal gesagt, wenn du dich jetzt verliebst in eine Frau und das wird sie dann ja mitbekommen. Mit Sicherheit. So, und willst du dich dann noch mehr in Lügen verstricken, indem du sagst, ja, ich war jetzt beim Urologen und jetzt klappt es? Das ist doch auch blöd. Im Grunde ist es auch blöd. Dann könnte, denkt sie, naja gut, dann könnte es ja bei uns auch klappen, wenn er jetzt beim Urologen war. Nee, das finde ich alles zu verstrickt. Da muss man irgendwann auch mal Klartext reden. Ich gehe das Risiko ein, dass sie dann aufgrund der Tatsache, dass ich damals nicht die Wahrheit gesagt habe oder gar nichts gesagt habe, dass sie dann sagt, sie fühlt sich als Freundin hintergangen und dass sie dann unsere Freundschaft auch beendet. So nach dem Motto, jetzt hast du mir was vom Pferd erzählt und jetzt kommst du mit der Wahrheit raus. Okay, das Risiko musst du eingehen, aber das Risiko gehst du sowieso ein, indem du dann vielleicht eine Freundin hast und dir ihr wieder irgendetwas vorlügst. Also Ich werde versuchen, Mann genug zu sein, um das dann irgendwann in der richtigen Situation anzusprechen. Du hast natürlich recht. Natürlich fällt uns allen das schwer, jemandem zu sagen, ich stehe nicht auf dich. Ja. Aber ich finde das immer, wenn es auch im ersten Moment schmerzlich ist für die andere Person, finde ich das immer die saubere und bessere, das wäre eine super Grundlage, wenn du das gleich gesagt hättest, jetzt auch für eine solide Freundschaft zwischen euch beiden. So hängt dieses Thema immer irgendwie so verschwommen zwischen euch beiden. Ne? Dass sie jetzt immer noch anfängt mit dem Urologen oder weiß ich was. Ja, wie gesagt, ich habe mir das ein paar Mal vorgenommen, ihr das zu sagen, aber ich traue mich einfach nicht, ganz offen, ich traue mich einfach nicht. Mann. Du hast es sehr gut ausgedrückt, mit dieser, sie könnte sich beleidigt, gedemütigt oder was auch fühlen, so nach dem Motto. Überleg nochmal, vielleicht findest du ja doch nochmal die passenden Worte und die richtige Situation, wo man das vielleicht erklären kann. Man kann es ja auch erklären eben damit, dass man den anderen nicht verletzen wollte. Dann hat sie vielleicht auch Verständnis dafür. Wenn ich ihr das mitteilen kann, ohne dass die Freundschaft darunter leidet, wäre ich natürlich auch wesentlich glücklicher als jetzt immer mit dem, was wir vom Pferd erzählt haben. Genau, darauf will ich hinaus. Versuch's doch einfach mal. Vielleicht, wenn die Stimmung gut ist, wenn es passend ist, dass du es in sehr netten und freundlichen Worten sagst. Okay. Ali, alles Gute. Ich danke dir. Ja, tschüss. Alles Liebe, ciao. Ja, danke, tschüss. Und weiter geht's mit der Julia. Hallo Julia, 24. Oh je. Was heißt denn oh je? Na, ich hätte nicht gedacht, dass ich durchkomme wirklich so schnell. Das ist Wahnsinn. Oh. Ich war vorhin schon überrascht, als ich deinen Kollegen an der Strippe hatte. Das geht hier bei uns zack, zack. Na, weil ich ja vor allen Dingen die Statistik ja kenne, wie viele Leute bei dir reden, bei dir anrufen jede Nacht. Ja. Also Julia, umso schöner, dass du da bist. Das freut mich. Um was geht's denn bei dir? Ja, hi. Also ich bin, wie gesagt, ich bin die Julia, ich bin 24 und ich bin die jüngste Transsexuelle in Leipzig. Leipzig kennst du vielleicht, da bist du ja in 3 Wochen ungefähr zur Buchmesse, ne? Na, Leipzig kennen doch alle. Was ist das für eine Frage? Leipzig ist eine tolle Stadt, ja klar. Du bist die jüngste... Na, mal sehen, ob wir uns dann in 3 Wochen sehen, wenn du dann dort bist. Du bist die jüngste Transsexuelle in Leipzig. Ja, richtig. Ja, das ist Wahnsinn eigentlich, weil Leipzig ist eine Stadt von 500.000 Einwohner, ja? Ja. Und ich bin die jüngste von denen, die offiziellen Behandlungen, also Homotherapie. Ach so, also wir erklären das. Du bist als Mann geboren. Richtig. Du hast immer noch das männliche Geschlechtsteil? Ja, ich bin noch nicht operiert, richtig. Du bist noch nicht operiert, bist aber in einer Hormonbehandlung. Ja. Das heißt, du verwandelst dich schon so allmählich in eine Frau, äußerlich.
Ja. Innerlich bist du es ja. Also, wenn du mir auf der Straße begegnen würdest, du wirst nichts merken. Definitiv nichts. Also, da ist Busen, da sind... Ja, gut, Busen ist man noch bei Kap A, gebe ich zu, aber naja. Ja. Aber das Ziel ist eine Operation irgendwann. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wie lange bist du jetzt schon in dieser Hormonbehandlung? Seit fast 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ja. Ja. Und wie lange muss man das machen, bevor die Operation dann möglich ist? Das kann man selber einschätzen, je nachdem, wie man sich dann fühlt. Mhm. Momentan studiere ich noch, da ist es noch ein bisschen schwierig, das da einfach so reinzuschieben, aber ich bin eh diesen Sommer fertig. Was studierst du? BWL. Ich studiere BWL, und zwar auch nicht an der Uni oder so, sondern an einer privaten Fachschule. Und darüber wollte ich eigentlich auch mit dir reden. Und zwar ist es nämlich so... Achso, wir wollen gar nicht über die Transsexualität sprechen, sondern über eine... Ja doch, das hat beides miteinander zu tun. Ah ja, erzähl mal. Ja, und zwar ist es so, dass... Als ich da mit dem Studium angefangen habe vor 3 Jahren, ich noch nicht geoutet war, optisch. Achso, du hast also als darf ich fragen, wie du als Mann geheißen hast? Bitte? Das war mir jetzt klar, also das fragst du. Hatte schon mal von ein paar Wochen einen angerufen, bei dir hast du auch gefragt nach dem alten Vornamen. Genau, wenn du nicht sagen möchtest, musst du auch nicht sagen. Nee, Sebastian hieß ich mal. Sebastian, also du bist als Sebastian in die Schule, in die Uni da gekommen? Richtig. Ja. Wenn du meinen alten Studentenausweis sehen würdest, mit dem alten Foto, da würdest du umfallen. Ja, das glaube ich. So, und jetzt hat ich nenne es mal, die Verwandlung hat während des Studiums jetzt begonnen. Richtig. Und das ist das ganze Problematische an der ganzen Sache, weil durch diese extreme optische Veränderung damit kamen, glaube ich, einige Leute nicht klar. Also ich spreche jetzt nicht nur von meinen Mitschülern, wie du das vielleicht denken würdest, als von meinen Studenten. Nee, ich spreche... Leider auch... Von den Professoren. Von der Studienleitung und den Dozenten sprechen. Ja. Leider. Wie haben die denn, ich meine, das ist für die ja wahrscheinlich auch ein äußerst... War es so gewesen, dass sie damit eigentlich vorsichtig damit umgegangen sind und eigentlich, weil sie damit eigentlich noch nie was zu tun hatten. Bist eigentlich. Du denn da ganz offensiv rangegangen und hast es denen erklärt, so das ist mit mir, oder bist du einfach irgendwann morgens mal zum Unterricht gekommen, aufgebrezelt als Frau? Beides eigentlich. Eigentlich war es so gewesen, dass es ursprünglich nur durch ein Gerücht rausgekommen ist. Mhm. Weil am Ende eines Semesters gibt's immer schulintern so eine kleine von der Schule organisierte Feier und gibt's auch Sekt und da hat mich halt jemand mal dort, als ich schon unter gewissen Sekteinfluss war, ausgequetscht. Ach so. Hast du denn richtig negative Dinge auch erlebt? Ich erlebe sie tagtäglich. Sag mal ein paar Beispiele. Hauptsächlich betrifft das eine, da traf das bisher immer eine einzige Dozentin. Und die war eigentlich bis zu dem Punkt, wo ich nicht geoutet war, kam ich mit der ganz normal klar. Ja. Aber ab dem Outing, ich möchte nicht sagen durchgedreht, aber sie hat mit mir extreme Probleme gehabt. Selbst. Also eine Frau, noch erstaunlicher ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Männer ein Problem damit haben. Nee. Also die ist unfreundlich zu dir, zickig. Richtig. Zu dir und... Also das waren am Anfang nur so gleichende, so heimliche, unauffällige, ironische Bemerkungen gewesen. Mhm. Und das ist dann irgendwie immer heftiger geworden und... Macht sie diese Bemerkung auch in Anwesenheit der anderen Schüler und Studenten? Natürlich, ja. Und wie reagieren sie darauf? Ist immer extrem heftiger geworden und vor kurzem sogar richtige offene Provokationen gab mir gegenüber. Was war das für eine Provokation? Nun, sie hat mir gegenüber Sachen behauptet, die nicht der Wahrheit entsprechen. Was denn? Das war eigentlich nur eine Kleinigkeit, weil ich an dem einen Tag bin ich mal zu ihrem Seminar, zu ihrem Unterricht zu spät gekommen. Normalerweise. Ach so, sowas. Also so kleine Kleinigkeiten, Unterstellungen. Aber du meintest, dahinter steckt was ganz anderes. Manche Leute kommen da manchmal tagelang gar nicht. Eigentlich ist es egal. Wie ist es denn? Irgendeinen Punkt gesucht. Wie ist es denn mit den Studenten? Sind die denn toleranter oder gibt es ja auch den einen oder anderen? Teils. Also ich muss dazu sagen, normalerweise, ich hab ja schon gesagt, dass ich schon seit 3 Jahren dort bin. Die Sache ist so, normalerweise dauert das Studium nur 2 Jahre. Also ich drehe dort praktisch quasi schon eine Ehrenrunde. Mhm.
auch wahrscheinlich auch aus Gründen, die wahrscheinlich damit zu tun haben, dass, weil es kommt noch dazu, dass ich auch merke, dass die Beurteilung und Bewertung meiner Leistung nicht mehr objektiv ist. Ja, das ist natürlich dann schlimm, wenn du so einen Eindruck hast. Nochmal auf die Studenten. Kommst du mit denen einigermaßen klar oder gibt es da auch schlimme Ausfälle? Also in der jetzigen Klasse, also in der jetzigen Seminargruppe, wo ich jetzt bin, die kennen mich ja nicht so direkt, weil ich bin da reingekommen und und wie gesagt, die kannten mich nur von Gerüchten her. Also zwei, drei Leute, mit denen kam ich bisher gut klar und der Rest nicht so. Ja, eigentlich eher egal eigentlich. Mhm. Also ist das für dich schon eine schwierige Zeit im Moment? Es ist sehr schwierig, weil ich auch mit nicht wirklich jemanden bisher darüber reden konnte. Also ich habe jetzt mal den Mut gefunden und bin in Leipzig zu einer Antidiskriminierungsstelle gegangen, zu einem Verein, wo man da hingehen kann, wo das gemeldet wird und wo die einem auch zuhören, wo die auch Sachen tun können, zum Beispiel auch Kontakt haben zu den Medien und Massenmedien und so weiter. Mhm. Und das fand ich schon hilfreich. Hast du denn auch schon mal Kontakt zu anderen transsexuellen Leuten? Ja, natürlich. Ich weiß, dass es von denen, ich kenne die Transsexuellen, die in Leipzig offiziellen Behandlung sind, das sind 6-7 Leute, die sind aber alle viel älter als ich, also so unter Dreh 40 aufwärts. Mhm. Also auf jeden Fall gibt es jetzt schon so Kontakte untereinander, was sicherlich für dich dann auch hilfreich ist. Das Problem ist halt, weil die halt schon so ein bisschen älter sind, kann ich mit denen nicht wirklich so viel anfangen. Du kannst ja über Internet bundesweit mit Leuten kommen. Hatte ich auch schon mit einigen. Also ich habe schon sehr viel kennengelernt, teilweise die jünger waren als ich und es ist hochinteressant, weil das sind Trotz allem, dass das gleiche Problem ist, sind das doch völlig andere Charaktere und die gehen alle völlig anders mit den ganzen Problemen um als ich zum Beispiel. Hast du Kontakt zu Transidentita, so heißt die, glaube ich, die Selbsthilfeorganisation der Transidentita. Die gibt es gar nicht mehr. Gibt es gar nicht mehr? Dann müssen wir mal. Die DGTI bei euch in Köln, die gibt es noch. Ah ja. Wie ist es denn in deinem privaten Umfeld? Was sagen denn deine Familie? Ja, meine Mutter, meine Familie, da gibt es, das der Witz daran ist, dass ja meine Mutter das eigentlich schon gewusst hat, seit ich klein bin, weil eine Mutter, die kriegt ja mit, was mit ihrem Kind ist. Die ist ja, eine Mutter kriegt das ja, meine Mutter ist ja aktiv und sie sieht ja, wie das Kind aufwächst und wie sie verhält und so weiter. Wie steht denn die Mutter jetzt zu der Verwandlung, zu der Umänderung? Kommt damit überhaupt gar nicht mehr klar. Gar nicht klar. Und der Vater? Eigentlich meine ganze Familie kommt damit nicht wirklich klar. Das heißt, du bist auch isoliert von der Familie? Es kommt noch dazu, dass ich aufgrund meiner finanziellen Situation momentan bei meinen Eltern lebe. Ach so, das ist natürlich, da sind die Spannungen, aber... Das ist ein bisschen heftig eigentlich. Das heißt, die kommen damit nicht klar, aber da sitzt nicht mehr Sebastian am Frühstückstisch, sondern Julia. Ja. Oh, das stelle ich mir aber auch wirklich sehr spannungsgeladen dann vor. Das ist ja von meinen Eltern. Aber sprechen die Eltern darüber, ist das noch ein Thema bei euch oder überschweigt man das? Weiß nicht. Also mein Vater, mein Bruder, die ignorieren das Ganze eigentlich. Mein Bruder hat mittlerweile auch schon eine eigene Familie, wohnt schon lange, auch schon woanders, in der direkten Nachbarschaft. Meine Mutter, die kommt damit überhaupt gar nicht klar und die... Also meistens zoffen wir uns da meistens auch darüber. Verstehe. Was ist denn, du bist jetzt noch Studentin, das wird sich aber bald ändern. Was ist so dein berufliches Ziel? Ach ja, mein Beruf, das kann ich dir kurz erzählen. Wenn du anfängst vom Mund zu nehmen, dann änderst du dich eigentlich auch von deinem inneren Gemüt und ach so, das heißt, das kannst du nur gar nicht so sagen. Als ich das Studium angefangen habe, da dachte ich völlig anderes. Da hatte ich andere Ziele gehabt in meinem Leben. Das heißt, darüber müssten wir dann in 2-3 Jahren nochmal sprechen, was du beruflich machen willst und wirst. Ne, ja, wenn sich das alles so entwickelt hat. Damals halt mich dort an BWL studieren wollte, weil ich auch später halt auch so in den Bereich Buchhaltung, SAP und in der Richtung wollte. Aber ich habe dann durch das Outing und durch die Hormone und durch die ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten 2,5 Jahren hatte, die teilweise wirklich extrem waren, habe ich gemerkt, dass das nicht mein Ding ist, dass es nie sein könnte. Oh. Also, wie auch immer, Julia. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast, dass wir ein bisschen haben sprechen können. Ja, ich sehe schon. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich wünsche dir trotz der ganzen Schwierigkeiten, das kann ich mir gut vorstellen, dass das alles eine harte Zeit ist im Moment, dass du dann doch irgendwann richtig Fuß fassen wirst und auch... mein Traumjob ist ja, ich wollte ja eigentlich immer Friseuse werden eigentlich ursprünglich. Das ist der Witz daran. Ja, na wie auch immer. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Schöne Grüße nach Leipzig.
Da passieren wir uns ja dann in 3 Wochen. Vielleicht. Tschüss. Tschüss. Christina ist hier. Christina ist 65. Guten Morgen, Christina. Hallo, guten Morgen. Hallo, Christina. Um was geht's denn? Es ist Folgendes. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Orgasmus gehabt. Hm. Noch nie? Nein. Bist du verheiratet? Ich war über 40 Jahre verheiratet. Hast du Kinder? 2. Ja. Das heißt, du hast schon sehr viel Sexualität erlebt? Ja. Aber noch nichts davon gehabt, eigentlich? Nein. Also keinen Spaß daran gehabt? Nein. Du hast es so mitgemacht oder gar über dich ergehen lassen? Ja, ich habe auch Lust gehabt, aber es hat nie funktioniert. Hm. Lebt dein Mann noch? Nein, der ist gestorben. Ja. Ist jetzt noch so eine, irgendwie eine Neugierde, eine Sehnsucht nach Sexualität? Verspürst ja, du die? Ja, das ja. Hast du versucht, dich schon mal selbst zu befriedigen? Das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Mhm. Ich bin eine kalte Frau, oder wie soll ich das nennen? Das glaube ich nicht, dass du eine kalte Frau bist. Du bist eine Frau, wo das Leben sich traurigerweise so entwickelt hat, dass du nie in diesem Bereich dich hast wirklich ausleben können. So würde ich das sagen. Merkst du das so in den letzten Jahren, dass sogar noch stärker wird, die Sehnsucht danach oder auch, oder wie gesagt, die Neugierde? Naja, es ist eigentlich immer ständig da gewesen. Mhm. Ich habe nie mit jemandem drüber gesprochen. Mhm. Einmal als junge Frau habe ich mit einer Psychiaterin drüber gesprochen. Und was meinte die? Und die meinte, das liege an meiner Kindheit. Meine Mutter hat mich also sehr früh dran gehalten, dass ich also nicht mehr in die Windeln machte. Ich war kaum Monat alt, da wurde ich schon nachts abgehalten und das ist eventuell so aus dieser frühkindlichen Geschichte, aber das kann ich irgendwo auch nicht glauben. Glaub ich eher gesagt auch nicht. Wie war denn das in diesen ganzen Ehejahren? Du hast darüber ja irgendwie dann auch nachgedacht. Ja. War das für dich ein schwieriges Thema? Hat dich das traurig gemacht? Also ich hatte eigentlich sehr viel Probleme. Ich habe es aber immer verschwiegen. Ich habe nie drüber gesprochen. Ich stelle mir das so, das ist so ungerecht. Dein Mann hatte immer seinen Orgasmus. Ja, und der hat auch immer geglaubt, dass ich einen habe. Und du hast es ihm vorgespielt? Natürlich. Mhm. Da war auch eine Scheu oder eine Scham da. Du konntest ihm das nicht sagen, dass du es nicht hast. Das hätte er auch gar nicht verstanden. Hm. Hätte es ihn vielleicht auch gar nicht interessiert? Ich glaube schon, dass es ihn doch interessiert schon, ja. Denke ich. Ja. Aber nicht besonders. Hm. Das ist ja auch, du bist ja auch eine Generation, wo man eben so auch in Jugendjahren gar nicht über Sexualität gesprochen hat wahrscheinlich. Nein. Das war alles Tabu und Selbstbefriedigung war etwas Unanständiges und das war alles verschleiert, dieses ganze Gebiet. Also so richtig aufgeklärt bin ich erst durch Oswald Kolle. Durch Oswald Kolle, ja. Ja, da wurde damals viel geschmunzelt und viel drüber hergezogen, aber er hat auch seine guten, wirklich seine großen Verdienste gehabt. Ja. Ich finde ja, das sage ich ja immer hier in vielen Gesprächen, weißt du vielleicht auch, wenn du ab und zu meine Sendung hörst, dass der erste Schritt zu einer guten Sexualität ist, dass man eine gute Sexualität mit sich selbst hat. Und ich bin sicher, dass das auch bei dir klappt. Ich finde, da müsstest du ein Gespräch von Frau zu Frau führen, dass es vielleicht auch eine Frage der Technik ist, wie Frau das am allerbesten macht, um zum höchsten Gefühl zu kommen, was der Mensch erleben kann, körperlich. Da können Sie sich ja sicherlich vorstellen. Ich sieze Sie, weil mir fällt das schwer, du zu sagen. Das macht gar nichts. Es ist einfach auch schwer, das einfach zu sagen. Ja, glaube ich. Ich finde das aber irre mutig von dir und erstaunlich, dass du in dem Alter und nach den Erfahrungen dich mit dann hier in aller Öffentlichkeit auch so klar dazu äußerst. Respekt, Hut ab.
Finde ich toll, wirklich ganz toll. Du wirst im Namen von, glaube ich, ganz vielen Menschen, ganz vielen Frauen sprechen gerade im Moment. Das denke ich auch. Mhm. So, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Ich weiß, ich merke schon. Eine Frau wird dich jetzt gleich anrufen, nämlich meine Psychologin. Ja. Und die wird ja auch ein paar, glaube ich, sehr gute Tipps auch in Sachen Literatur, Selbstbefriedigung, Frauen und so weiter geben können. Mhm. Alles gut, wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Volker Tarke. Bis nächste Woche. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.